wir sind jetzt im Hotelzimmer, wir wollen jetzt noch essen und shoppen und guckt mal bitte, wir haben Cinderella-Wasser gefunden. Und guck mal, ein Sailor Moon Eyeliner. Also das, man kann das Sailor Moon Teil auf den Eyeliner draufstecken, dann hat man einen Zauberstab. Und ich möchte mal nur erwähnen, dass ich meine eigene Patisserie habe. Queen Alice, wie geil ist das denn? Das ist so cool. Und ich habe auch was gefunden. Pokémon-Schokolade. Yay! Pikachu. Voll cool. Ja, ich habe auch noch mal ein bisschen Süßigkeit. Es gibt ja so krasse so Kekse, aber die sind so teuer und auch so viel zu schade zum Essen. So, wir hatten so Teddybär-Kekse oder so Hundekekse, also in so Hundegesicht. Mhm. Die waren so süß und so dunkler Schokolade. 1000 Yen. Also und 1000 Yen sind circa? 7 Euro. Weiß ich nicht. Also für ein Keks. Also es ist halt nicht so es ist halt nicht so eine Kekspackung, sondern halt nur ein einzelner Keks. Ja, was so groß ist, ja. Also es könnten noch zwei sein. Minimaus und Mickey Maus. Es schmeckt aber leider nach nichts. Nein, es schmeckt eigentlich nach Tee. Du musst es schütteln und dann. Und es ist so krass, weil es auch in so einem Getränkeautomaten, also in so einem, wie wenn ihr Cola oder so aus dem Getränkeautomaten holt. Und es ist aber warm. Also das ist. Ja, hier in Japan anscheinend auch auf jeden dritten Japaner oder jeden zweiten Japaner kommt eine Vending Machine. Das ist so krass. So viele gibt es wirklich in jeder Ecke. Überall. Also verdursten kann man hier nicht in Japan. Also verdursten kann man nicht. Und ja, also ich glaube, heute werden wir alle schlafen wie Babys. Haben wir schon vorhin gemacht? Haben wir schon beim Vormittagsschlaf. Die haben mich aufgeregt. Mittagsschlaf, wir haben keine Ahnung. Knallhart 4 Stunden geschlafen. Nee. Bis 8? Von 4 bis 8? Ah ja, stimmt. Ja, ich bin immer wieder aufgewacht. Ich war weg, sag mal. Ja, heute werden wir echt durchschlafen. Ich war gar nicht. Ich höre ja auch nichts, als wenn ich schlafe. Wir können nämlich eine Bombe explodieren lassen. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was wir morgen alles so erleben. Und ja, dann sehen wir uns. Tschüss. Guten Morgen. Wir sind jetzt beim Frühstücken. Oh, wir waren jetzt in so einer französischen Bäckerei. Und jetzt gehen wir gleich zu einem Tempel. Sensuji. Zum Senso? Sensuji. Und machen ein bisschen Sightseeing und dann gehen wir in so einen Nerdladen, da gibt es dann so ganze Pokémon-Zeug und so weiter. Und Nerdviertel. Und ja, ich bin mega gespannt, was wir alles entdecken. Hallo! Jetzt gleich in so einer Senshuji-Tempel. Yes. Senshuji-Tempel und das ist hier sozusagen, hier sind die kleinen Geschäfte, wo man Souvenirs und so alles braucht. Voll cool! Oh ja, mega. Okay. Wir fordern jetzt unser Glück heraus. Wir ziehen unser Glück jetzt. Ich zeig's euch. Wenn das Leute, jetzt so ein Ding ist so schütteln und das ist wie so ein Glücksbringer. Also wenn du kommst, dann ist es eine Nummer, dann musst du einen Zettel rausholen. Also.
jetzt im Tempel drin und es war echt richtig, richtig schön. Hier hinten könnt ihr den Tokyo Tower sehen, ich weiß nicht, ob man es sieht. Und ja, jetzt gucken wir noch ein bisschen, wir noch mal kurz durch diese kleinen Läden durchgehen. Hallo meine Lieben, wir sind jetzt in Akihabara, dem in Electric City, dem Technik-Nerdy-Viertel. Und ja, wir wollen jetzt noch ein bisschen shoppen gehen, voll krass, die haben einfach mal diese komplette Straße abgesperrt, weil heute Sonntag ist und damit die Leute besser shoppen gehen können, weil sonntags haben ja auch die Läden offen. Und ja, ich bin mal gespannt, was wir finden. Ich hoffe, wir finden ganz viel so Pokémon, Kusch und so Zeug. Sicherlich. Wuhu! Restaurant. Oh mein Gott, das ist jetzt im 5. Stock. Hier ist irgendwie alles guckst so hoch. Guckst du und drückst du hier. Und los geht's. Hallo. Hallo. No. We don't have a reservation. Three people, yes. Okay. Thank you. Guck mal, sein Pommel. Hey, come to the Arabic.
Überall ist einfach mein Name drauf. Danke, Sarah, dass du das gefunden hast. Danke, Sarah. Leute, wir sitzen gerade in einem Tisch und es ist eine Tasse. Dieser Tisch ist eine Tasse. Und? Einfach alles trägt meinen Namen. Alles trägt meinen Namen. Ich ticke auf. Alles trägt meinen Namen. Hallo? Leute, das ist die Speisekarte. Und jetzt guckt euch mal die Cocktailkarte an. Einfach mal der Hut vom Hutmacher. Und hier steht dann, welche Cocktail. Und wenn man es aufklappt, sieht man das Bild. Ist das nicht mega cool? Oh mein Gott. Leute, schaut euch mal an, was wir essen. Und das ist ein Drink Me. Und das sind Tortillas. Soll ich jetzt versuchen, etwas zu essen und trinken? Nein, nicht essen, wir müssen erst Fotos machen. Ich weiß, aber vielleicht schrumpfe ich und vielleicht wachse ich und dann weine ich und dann ist alles unter Wasser und dann... Es läuft die ganze Zeit im Hintergrund Alice in Wonderland Musik. So, das ist mein Essen. Das ist eine Rose, Avocado und Chips. Dann haben wir hier voll cool solche Keks, also Tortillas, und das sind Alice und so Karten. Und hier Eat Me, dann einmal eine, Alice zeigt es schnell, eine Drink Me Butter, Alice hat Pizza. Pizza und in Form von der Katze. Hat es Steak, nee, Filet. Geil, 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 lecker, lecker. Oh mein Gott, schaut euch mal die Toilette an, bitte. Wie krass ist das denn? Schau mal hier auf den Toiletten, hier gibt es keine Spüle, sondern nur so ein Gerät und da könnt ihr auch einstellen, dass ihr euren Hintern abspülen wollt, getrocknet haben wollt, was weiß ich was. Voll krank. Mega cool. Und jetzt filme ich mal ein bisschen draußen. Und man darf ja, glaube ich, nicht filmen und darum muss ich es ein bisschen undercover machen. Ich glaube, die wollen auch, dass wir unterschreiben. Arigato! Arigato! So, wie ist es jetzt draußen? Michi, wie hat es dir gefallen? Gut. Gut. Und Alice? Ich war zu Hause. Das war so toll. Ich will da leben. Also es war so schön. Also ich glaube, wir sind uns einstimmig, dass wir noch in das andere Alice-Café gehen. Weil das ist nämlich auch nochmal ganz anders. Ich glaube, ja. Ja. Wann gibt es was nicht in Deutschland? Voll schlimm. Und ja, jetzt machen wir uns langsam. Ja, auf jeden Fall. Aber mit asiatischem Essen dann. Ja. Alice, Asia in Wonderland. Was machen wir jetzt noch heute? Schlafen. Ich weiß es gar nicht. Verschwinde. Wir gehen jetzt, ins Schlafen ins Hotel. Es ist schon spät. Es ist jetzt schon. Es ist 11:30. Ja, nee, 11 ist es. Bis morgen! Morgen ist ein ganzer Tag Fashion Week! Tschüss!